Jetzt sind es nur noch 4 Tage bis zur Landtagswahl in NRW. Höchste Zeit, dass sich die Parteien hier zusammenfinden und sich um die Wählerstimmen bewerben. Heute erwarten wir Lars Klingbeil und die Dorfpost hat exklusiv ein Interview mit ihm. Die Menschen hier in der Region machen sich seit 5 Jahrzehnten große Sorgen, weil der Lückenschluss der A46 noch ausgeht. Jetzt ist es in 5 Jahrzehnten nicht gelungen, da eine konfliktarme und rechtskonforme Trasse zu finden. Trotzdem plant Straßen NRW, weil es nun mal einen Planungsauftrag gibt, immer weiter. Jetzt waren viele Menschen natürlich sehr interessiert an den Regelungen des neuen Koalitionsvertrages, wo ja drin steht, dass eigentlich der Bundesverkehrswegeplan überarbeitet werden soll in einem Dialogverfahren mit allen Verbänden und so weiter. Da soll eine neue Priorisierung vorgenommen werden. Meine erste Frage, wann fängt das an? Erstmal muss man sagen, die neue Regierung ist jetzt seit 5 Monaten im Amt. Ich bin mir sicher, dass Volker Wissing als zuständiger Verkehrsminister daran arbeitet. Aber ja, wir haben gesagt, wir gucken uns den Bundesverkehrswegeplan nochmal genau an. Wichtig ist aber, das ist kein Zeichen dafür, dass wir weniger Infrastruktur bauen. Eher im Gegenteil, wir haben gesagt, wir müssen bauen in die Schiene, wir müssen aber auch die Straße ausbauen. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Ich kann es in meinem Wahlkreis beschreiben, wo es auch große Verkehrsprojekte gibt, die müssen alle umgesetzt werden. Also wir brauchen eine gute Infrastruktur. Und wenn ich das so sagen darf, ich merke das hier gerade in NRW. Also ich bin jetzt heute den 5., 6. Tag unterwegs. Ich habe schon viele Staus kennengelernt, viele Termine, zu denen ich unpünktlich gekommen bin. Und wenn ich mich recht erinnere, ist hier 2017 Armin Laschet mal angetreten mit der Parole, wenn ich Ministerpräsident werde, gibt es hier keine Staus mehr. Also richtig funktioniert hat das anscheinend nicht. Aber der Bundesverkehrswegeplan wird überarbeitet. Wir haben insgesamt in der Koalition gesagt, wir wollen mehr Geld in Infrastruktur stecken. Wir brauchen eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Dafür nimmt der Staat Geld in die Hand. Wir wollen auch gucken, dass wir es schaffen, dass viel mehr privates Kapital auch genutzt wird und mobilisiert wird. Aber wir brauchen eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur und die muss gebaut werden und das wird diese Regierung tun. Haben Übrigens Sie auch in schnelleren, sorry, wenn ich das mal ergänze, schnelleren Planungs- und Genehmigungszeiten. Wir sehen, auch das dass haben sich alle immer vorgenommen. Ne? Ja, aber das ist jetzt im Koalitionsvertrag ja fest verabredet. Es ist das 2. Kapitel im Koalitionsvertrag, also zentral auch. Thomas Kutschaty hat es für die SPD verhandelt, weil wir einfach sehen, dass bei allen großen Infrastrukturprojekten es viel zu lange dauert. Und das muss angegangen werden. Okay. Gibt es ungefähr einen Zeitplan? Wann rechnen Sie damit? Wir werden da sicherlich schon dran arbeiten, aber wann sie abgeschlossen sind, kann ich heute nicht. Dann fragen wir da mal nach. Es ist nicht so, dass wir das nicht schon getan hätten. Okay. Ja. Zweite Frage. Das ist, glaube ich, ein Problem, das in der ganzen Bundesrepublik immer wieder auftaucht, dass die Dörfer, die ja sozusagen den Städten zugeschlagen worden sind, über Jahre lang die Infrastruktur zusammengespart worden ist. Und jetzt haben wir marode Schwimmbäder, marode Schulen, marode Kinderspielplätze. Gibt es irgendwelche Ambitionen von Seiten der Bundesregierung, von Seiten Ihrer Partei, den Städten da unter die Arme zu greifen, damit sie ihre Verpflichtungen besser nachkommen können? Definitiv. Wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir den Altschuldenfonds auf den Weg bringen. Da haben wir hart für gekämpft. Das ist ein Projekt, das gerade für Nordrhein-Westfalen wichtig ist, für Rheinland-Pfalz auch noch. Für die anderen 14 Bundesländer hat das nicht die große Bedeutung. Aber trotzdem war das für Olaf Scholz, für mich, für andere wichtig, dass wir den Kommunen, die hochverschuldet sind, und an die Arme greifen, damit genau diese Dinge, die Sie ansprechen, die Fragen von Investitionen in Infrastruktur, Schwimmbäder, Sportstätten, dass sowas wieder möglich ist. Dafür müssen die Altschulden einmal beseitigt werden. Christian Lindner hat jetzt als Finanzminister gerade vor ein paar Tagen angekündigt, dass er da zeitnah Vorschläge vorlegen wird, wie das genau aussehen kann. Aber das wird kommen. Dann freuen wir uns darauf. Meine letzte Frage. Ja. Wir haben heute Morgen schon ein Gespräch geführt mit Frank Neuers. Mich würde mal aus Ihrer Perspektive vielleicht die 3 wichtigsten Gründe nennen, warum die Menschen in Arnsberg eigentlich Frank Neuhaus ihre Stimme anvertrauen sollten. Ich habe ja gelernt, dass das eigentlich eher ein konservativer Wahlkreis ist. Und ich glaube, dass überall da, wo es lange Strukturen gibt, der Wechsel auch mal gut tut. Mal frischer Wind und neues Gesicht und mal neues Denken. Das ist der erste Grund. Das zweite ist, dass Frank und wir lernen uns heute persönlich kennen, aber ich ganz viel über Dirk Wiese über ihn gehört habe und auch jetzt gelesen habe im Vorfeld natürlich, dass er ein Politiker ist, der verlässlich ist. Ich glaube, das ist das Wichtige auch im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass man sich darum kümmert.
Und dann wird Frank der Koalition des künftigen Ministerpräsidenten oder der Fraktion des künftigen Ministerpräsidenten Thomas Kutschaty angehören. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es einen direkten Draht in die Staatskanzlei gibt, dass es einen direkten Draht zur Regierung gibt und dass dann auch klar ist, hier ist ein Abgeordneter der Regierungsfraktion, der sich für die Belange der Region einsetzen kann. Lars Klingbeil ist heute den langen Weg aus Berlin hierher gekommen, um seinem Kandidaten Frank Neuhaus ein bisschen zu helfen im Wahlkampf. Er hielt eine eindrucksvolle Rede und legte natürlich Wert darauf, dass möglichst viele Menschen ihr Kreuzchen am Sonntag bei der SPD machen.